Yeah, Leute, Grüße aus dem dänischen Line-Up. Ich hab nur mal eine Woche verlängert hier, weil ein frischer Swell reingekommen ist. Und was soll ich sagen, ey? Es pumpt. Aber jetzt muss ich euch was erzählen. Was ich gestern gesehen habe, ich stehe da mit meinem Brett am Strand, will gerade reingehen, hinter mir eine Fahrradklingel. Ring, ring, dreh mich um, kommen da zwei Mädels mit Fahrrädern und Surfbrettern vorbei und ich bisschen mit denen gequatscht, da sind die tatsächlich von Berlin bis hier hoch mit dem Fahrrad gefahren und machen zwischendurch immer Surfstops da. Wie geil ist die Aktion, bitteschön. Wir haben dann eine geile Session zusammen durchgezogen hier, haben richtig gerippt, sage ich euch, und haben noch länger gequatscht dabei. Super Sache, ich habe die gleich mal dem Podcast-Typen empfohlen, dass er die mal interviewen soll. Die haben nämlich eine Menge heißen Scheiß zu erzählen, sage ich euch. Viel Spaß. Ja, nach 50 bis 90 Kilometer Radfahren direkt ab ins Line-Up und eine Stunde surfen. Das nenne ich mal eine sportliche Leistung auf jeden Fall. Und so aus meiner Sichtweise auf jeden Fall spaßiger als Triathlon oder ähnliches. Ja, hi Leute, willkommen zurück beim Inlandsurfer-Podcast. Ich bin Benny Altenhoff und ich beschäftige mich damit, wie man denn den Surfentzug in seinem Landlocked-Alltag lindern kann, beziehungsweise wie man einfach öfter ins Meer kommt und das am besten auch noch möglichst nachhaltig und ja, vielleicht auch noch mit möglichst viel Spaß und Stil bei der Anreise. Ich habe von Freddy und Maya, oder wie sie sich nennen, die Meerfrauen, zufällig auf Instagram gelesen und habe die beiden direkt mal angeschrieben. Da waren sie gerade auf dem Rückweg, so 4-5 Tage, bevor sie zurück nach Hause gekommen sind. Und haben auch sofort geantwortet und fanden die Idee gut, dass wir ein Gespräch über ihre Tour führen. Die beiden sind nämlich tatsächlich in 6 Wochen von Berlin bis hoch nach Klitmöller, nach Cold Hawaii in Dänemark gefahren und dann wieder zurück. Das sind mehr als 1700 Kilometer. Die meiste Strecke halt die Küste, die dänische Westküste, rauf und runter, um dabei zu surfen. Sie hatten nämlich nicht nur ihre Fahrräder, sondern sie hatten 2 große Surfbretter und ihr alles, was sie zum Leben sonst brauchten, in ihrem Fahrradgepäck. Das Ganze nennt sich dann Bikepacking. Ich dachte, das ist doch eine super Geschichte für meinen Podcast. Wie kommt man denn bitte abenteuerlicher und ja, damit spaßiger und ja vor allem natürlich nachhaltiger ans Ziel, nämlich ins Line-Up, als auf diesem Wege? Ja, hallo, schönen guten Morgen Freddy, schönen guten Morgen Maya. Guten Morgen. Hi Benny, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, freut mich auch sehr. Ja, ihr zwei, ihr wart 6 Wochen Urlaub machen. Fangen wir doch mal bevor wir in die Details kommen, mit den wichtigsten Fragen für Omi an. Wie war das Wetter? Wie war das Essen? Mit dem Wetter hatten wir ziemlich viel Glück. Also wir hatten quasi Hitzewelle in Dänemark, hatten kaum Regen, war zum Teil sogar fast zu warm zum Radfahren und hatten nur quasi, als wir von Dänemark zurückgefahren sind, da hatten wir einen Tag, da hat es wirklich den ganzen Tag gepisst. Da läuft dir dann irgendwann mal der Regen den Beinen runter in die Schuhe rein. Aber es hatten wir einen einzigen Tag, an dem wir aber 90 Kilometer radeln mussten. ja, aber wir hatten mega viel Glück mit dem Wetter. Und Essen war auch eigentlich gut. Da haben wir ja selber für gesorgt. Wir haben uns ja auch komplett selber verpflegt die meiste Zeit mit unserem minimalistischen Campingkocher. Bis auf Pommes, die haben wir gekauft. Nicht und selber Kuchen. Und der erste Tipp, den wir eigentlich auch so bekommen hatten, bevor wir losgefahren sind, war: Spart nicht am Essen. Und das haben wir auch befolgt. Klingt vernünftig, ja. Ja, ihr habt schon angerissen, ihr wart natürlich nicht nur bloß 6 Wochen Urlaub machen, sondern ihr habt da eine sehr, sehr coole Tour durchgerissen. 6 Wochen Bikepacking von Berlin bis hoch in den Norden Dänemarks nach Klitmöller und zurück. Und ja, ihr hattet eigentlich alles dabei, was ihr so zum Leben braucht, sprich eure Wetsuits und eure Surfboards.
Wie kam der denn eigentlich auf die Idee, das mit dem Fahrrad anzugehen? Ich glaube, das ist auf meinen Mist gewachsen. Ich habe eine Zeit lang in Schottland gelebt und wollte immer die Westküste von Schottland lang radeln. Das war auch der ursprüngliche Plan von hier, mussten aber jetzt anpassen, Corona-bedingt. Und ich wollte die Küste immer lang radeln und fand die Vorstellung aber so traurig, dann da am Strand zu sitzen und wunderschöne Wellen kommen rein und ich kann nicht surfen, ja, weil ich mein Board nicht dabei habe. Und es ist da halt jetzt auch nicht so dick besiedelt, dass man da überall Boards ausleihen kann. Und deswegen habe ich den Fahrradtrip nie gemacht. Und irgendwann mal, ich war hier in Berlin im Motion Lab, das ist ein Coworking Space, der viel mit Mobility zu tun hat. Und ich habe da die krassesten Fahrradprototypen gesehen. Und ich habe gedacht, so, wenn das alles möglich ist, dann muss es doch möglich sein, mein Surfboard an Fahrrad dran zu machen, damit ich die Küste lang radeln kann und surfen kann, wenn schöne Wellen reinkommen. Und ja, da so hat es gestartet. Und dann dachte ich, ich will das nicht alleine machen. Und Freddys Antwort war, wie kann ich mir das entgehen lassen? Und dann haben wir uns hingesetzt und geplant. Ja, klingt gut. Das heißt, es ging erst schon vor einiger Zeit nach Schottland und dann jetzt nach Dänemark. Nee, Schottland hat nicht stattgefunden dann. Also wir wären ja jetzt eigentlich nach Schottland gefahren. Aber das wäre mit dem Zeitrahmen und Kilometer schwierig geworden und auch mit Corona-Regeln schwieriger geworden. Und dann haben wir leider umplanen müssen. Leider in Anführungszeichen, weil der Trippelzug ziemlich geil war und vielleicht kommt Schottland ja noch. Ja, coole Sache. Ihr habt das Ganze ihr werdet das Ganze in eurem Blog noch thematisieren und seid ansonsten die ganze Zeit live auf Instagram unterwegs gewesen unter dem Namen Meerfrauen. Was steckt dahinter? Habt ihr da weitere Ambitionen? Wird das irgendwo ausgebaut werden? Ich glaube, das war erstmal so ein Test. Ist das überhaupt möglich? Wir wussten ja auch gar nicht so genau, kriegen wir überhaupt Fahrräder, mit denen wir das machen können? Wir wurden ja dann von Urban Arrow gesponsert und ich glaube, dass das war so der Dealbreaker. Also wenn wir die Fahrräder nicht gehabt hätten, also es sind ja Cargo Bikes, keine normalen Fahrräder. Und jetzt haben wir gesehen, es kann funktionieren und das war auch für uns oder auch für Maya total wichtig, das überhaupt, diese Message überhaupt rauszubringen, so, hey, es ist möglich, so einen Trip mit dem Lastenrad zu machen, mit Surfboards. Und das haben wir jetzt bewiesen und wir schließen jetzt nicht aus, sowas in vielleicht auch abgewandelter Form nochmal zu wiederholen. Nee, also da schließe ich mich. Ich glaube, es ist noch ein bisschen frisch, weil wir gestern ja erst wiederkamen und erstmal noch so, okay, wir sind noch am Aufräumen, Chaos in der Wohnung beseitigen. Ich glaube, es ist noch nicht zu Ende, aber in welcher Form es weitergeht, weiß ich nicht. Aber ich habe auch die Motivation, das beste Bike zu machen für diesen Trip. Also die Fahrräder waren richtig, richtig gut. Wir hatten nie Probleme oder ganz, ganz wenig. Die quietschen jetzt und sehen sich nach Liebe. Aber wenn man so dann 2000 Kilometer auf dem Fahrrad sitzt, merkt man auch, was man anpassen würde, verändern würde, besser machen würde. Und bei mir kitzelt so ein bisschen das perfekte Bike für diesen Trip zu gestalten. Ja, okay. Das heißt aber, das war jetzt für euch Hobbytrip und ihr seid aber, oder du, Maya, bist irgendwo im Bereich Fahrräder tätig, dass du da irgendwo das ausbauen möchtest? Oder wie darf ich das verstehen? Wir sind beide Designer. Ja. Ich komme ursprünglich aus dem Produkt, mache jetzt aber viel Digitales. Und ich bin jetzt kein krasser Fahrradmensch. Ich arbeite auch nicht krass in der Fahrradszene. Ich habe ein paar Projekte, die viel mit Mobility zu tun haben. Aber man kann sich ja immer die Menschen mit den Skills an Bord holen, wenn man eine Idee hat. Ja, genau, ja. Ihr seid eine ganz schöne lange Strecke bis hoch nach Dänemark gefahren. Wonach habt ihr denn eure Strecke so ausgesucht? Waren das hauptsächlich Surfspots auf dem Stormriders Guide oder habt ihr da Sehenswürdigkeiten mitgenommen? Was waren so die Kriterien? Also innerhalb von Dänemark waren es definitiv die Surfspots. Da haben wir uns auch nur an der Westküste aufgehalten.
Ja. Und es wurde eigentlich so ab Via Sanne oder vielleicht auch schon ein bisschen tiefer wurde es eigentlich erst so richtig interessant, dass da wirklich auch gute Wellen reinkamen. Und genau, also wir haben versucht, uns so lange wie möglich im Norden Dänemarks aufzuhalten. Aber natürlich, wenn man so eine lange Distanz hat, dann radelt man letztendlich viel. Also ich glaube, wir haben halt von den 5,5 Wochen haben wir vielleicht 1,5 wirklich aktiv gesurft. Weil es eben anders nicht möglich ist. So. Ja, gut, klar. Aber ist ja ein schöner Ausgleich zum Radeln dann auch. Da habt ihr tatsächlich ein gutes Ganzkörpertraining absolviert. Genau. Mal Unterkörper, mal Oberkörper, alles dabei. Was waren so die Highlight-Spots? Welche Spots funktionierten am besten? Beziehungsweise habt ihr so ein bisschen auch so Search-Trip gemacht, dass ihr selber geguckt habt, oh, da ist zwar jetzt nichts, da steht nicht, dass das ein Spot ist irgendwo, aber da könnte man trotzdem mal probieren. Haben wir gemacht, also weil die Küste, die Spots sind ja auch immer so, keine Ahnung, 30, 50 Kilometer auseinander, also nicht alle, aber durchschnittlich zwischen den offiziellen Spots. Und wir waren aber dann auch zwischendurch einfach am Strand, weil wir ja quasi mehr oder weniger den Radweg am Strand entlang gefahren sind. Mhm. Aber man muss auch sagen, so die südlichere Küste davon hatte immer relativ viel Strömung. Das heißt, wir sind rausgepaddelt, aber oft, wir waren an einem Spot, der nicht als Spot ausgegeben war. Und da haben wir es nicht mal rausgeschafft, weil die Strömung dich so krass schnell wieder abgetrieben hat, dass du zu diesem, da wo die Wellen gebrochen sind, eigentlich gar nicht rauskamst. Deswegen habe ich es immer mal wieder getestet, hatten da auch Spaß im Weißwasser und haben dann immer geguckt, so quasi wie Karussellfahren, man geht rein und dann geht man so 100 Meter links gefühlt wieder raus und dann läuft man wieder nach vorne. Aber mein Highlight-Spot war unerwartet Klittmöller. Also Klittmöller war immer das Ziel, aber wir hatten ja vorher schon gehört, es ist halt so das neue, also es ist, wird ja auch Cold Hawaii genannt, es ist das Mekka da oben. Ja. Wir haben halt gedacht, so, ja, es wird halt voll werden, aber wir haben immer gesagt, ja, der ist der Trip, da geht er hin. Das wollen wir jetzt auch schaffen, wenn wir schon dahin radeln, wollen wir es auch nach Klittmöller hochschaffen. Kamen wir an, erstmal flach. Also es war der Tag, bevor Flaute war quasi. Und wir waren schon so, ja, okay, aber wir müssen jetzt wenigstens paddeln gehen, laufen runter zum Strand. Und dann haben wir gesehen, dass links noch was läuft. Also die nennen es dort beim Reef. Das ist halt nicht die Sandbucht, sondern so ein bisschen über Stein draußen. Und es war so nice. Und da fragt man sich, ist es wert dafür, 300, 400 Kilometer zu radeln? Und ich sage ja. Also es war eine richtig, richtig nice. Es ist ja voll. Aber ich habe auch noch nie, glaube ich, so ein freundliches, freundschaftliches, gemeinschaftliches Line-up gesehen. Also wenn man sich im Weg war, hat man sich entschuldigt, hat wirklich versucht, aus dem Weg zu gehen. Die Leute haben einander gesehen, haben sich Wellen gegeben. Also da waren also viele Leute, wenig Wellen in Anführungszeichen, aber richtig nices Miteinander, wo es dann gar nicht gestört hat, dass das Line-up so voll war, weil es halt nur noch an dem Spot lief. Und es war richtig schön. War richtig schön. Glasklares blaues Wasser. Ich bin immer noch so Interessant fand ich halt auch, dass wir so mit Abstand die kürzesten Boards im Wasser hatten. Also die meisten waren halt mit ihren Longboards draußen. Aber dadurch, dass wir eben natürlich auch limitiert sind mit wie lang die Boards sein können auf unserem Fahrrad. Genau, mussten wir so einen guten Kompromiss finden zwischen Longboard und Shortboard. So. Und genau, also ich muss dazu sagen, ich hätte wahrscheinlich mehr Spaß mit einem Longboard gehabt. Also ich jetzt persönlich, ich glaube, Maya war zufrieden mit ihr. Ich liebe mein Board. Hörte sich ganz so an eben, ja. Ja, wir haben also ganz kurz Info, wir haben kleine, dicke Boards, also 6'4", aber so Egg- oder Funboard-Shape, also die dann doch für die Kürze relativ viel Volumen haben, einfach weil sie klein und dick sind. Ja, macht ja Sinn. So ein bisschen.
Ja, ich kann das mit Klittmöller auf jeden Fall bestätigen. Ich war jetzt schon 3 oder 4 Mal da oben, halt ja ganz faul mit dem Auto zugegeben und dann mehreren Boards für verschiedene Bedingungen auch. Aber ja, das ist schon eine geile Ecke da oben. Ich finde den ganzen Tiernationalpark super schön einmal. Und dann Klittmöller als Spot ist cool. Dann hast du den Bunkerspot da, wenn der läuft, da war ich noch nie. Den habe ich einmal gesehen, wie er richtig gut lief. Und das war, als ich dringend abfahren musste, weil das Oh. kurz vor Abfahrt, und wir waren den Abend vorher auch noch tierisch betrunken. Von daher, wir mussten dann echt irgendwann Oh los. Da blutete mir das Herz, als ich das gesehen habe. Und ja, dann halt Nörre und ja, Hanstholm ist auch immer super da. Also ist eine tolle Ecke da, finde ich echt, ne? Voll, also durch die Buchten rollt es halt richtig schön rein. Also wir waren halt, als wir weiter unten waren, war es teilweise sehr messy. Und am Ende kamen die Sets richtig gut rein, so. Ja. Ja, und Ja, wir ansonsten hätten, ist. glaube ich, auch, wir hätten auch Ja. gern mehr Zeit im Norden gehabt, aber dann kam bei uns nämlich auch die Rückfahrt. Also dann war es auch ein paar Tage flach, was es ein bisschen einfacher gemacht hat, sich zu verabschieden. Aber ich glaube, wir hätten gern noch mehr Zeit im Norden oben gehabt und da mehr Spots anzugucken. Aber dann haben halt auch nochmal 1000 Kilometer Rückfahrt gerufen, die man halt auch erstmal zurückstrampeln muss. Ja, klar. Ja. Braucht man ja auch ein bisschen Zeit, ja. Ja, sonst Bisschen. die Küste ist ja, ne, also wie ihr schon sagt, es sind ja schon recht weit auseinander, die verschiedenen Spots. Ich war jetzt ja auch gerade in Dänemark. Ich bin auch gerade erst kurz zurück aus einem Kurzfamilienurlaub. Und ich habe dann auch bei uns da, ich war in Vrist, das ist bei Velbiklit, da seid ihr wahrscheinlich auch durchgefahren, irgendwo die Ecke. Auf jeden Fall, ich bin auch zweimal ins Wasser bei ziemlichen Onshore, und ge genau das, was ihr meintet. Also eigentlich bin ich nur von A nach B getrieben, ohne irgendwas irgendwo zu bekommen. Und ja, dann wurde es Gott sei Dank flach, da konnte ich wenigstens meine kleine Tochter mal ein bisschen ans Meer gewöhnen und mit dem Kinderboard in die Wellen schubsen. Das war auch cool. Aber Schön. ja, ansonsten, ja, Wiedesande war bestimmt gut, schätze ich mal, ne? Ja, war gut. Also wir kamen da abends an und da war schon einiges los auf dem Wasser und die hatten eine schöne Abendsession, die Leute. Und wir waren aber so ein bisschen heartbroken, weil wir wollten unbedingt ins Wasser, aber wir hatten noch keinen Schlafplatz abends. Und dann dachten wir so, oh nein, jetzt. Und der legale Wildcampingplatz oder der Shelterplatz dort war ausgebucht und dann mussten wir halt ganz spontan nochmal weiterfahren und da. Ja, 20 Kilometer mit Gegenwind. Und dann war es halt so, wir sitzen abends am Meer mit Pommes und sagen so, eigentlich hatten wir Bock auf noch eine Session. Dann aber nochmal 20 Kilometer weiter. Plus wir haben dann da bei jemandem im Garten übernachtet. Da kannst du auch nicht erst um 11 abends reinkullern und sagen, jo, danke, ciao, dass du im Garten zur Verfügung stehst. Und wir gehen wieder. Ja. Und dann mussten wir uns quasi entscheiden, ob wir surfen oder übernachten wollen irgendwo. Und dann haben wir anderen zugeschaut und sind weitergeradelt. Das ist, glaube ich, so dieser Heartbreak Point, Den du den. gerade beschrieben hast. Aber ich muss sagen, also dort kamen das erste Mal die schönsten, sauberen Wellen rein, die wir bis dahin gesehen hatten. Ich glaube, deswegen waren wir auch so traurig in dem Moment, dass wir nicht rein konnten. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Aber gut, wenn man so eine Tour macht, ist Surfen dann ja auch nicht alles, sondern da ist ja wirklich auch ein großes Stück der Weg das Ziel, wie man so schön sagt, denke ich mal, ne? Erzählt mal, was habt ihr so für krasse Erlebnisse gehabt, positiv wie negativ? Da ist bestimmt viel passiert, kann ich mir vorstellen. Ja, da ist viel passiert. Ja, von Höhen und Tiefen. Also ich glaube, der Hinweg, der war irgendwie schon so ein Abenteuer in sich selbst. Also weil wir hatten schon mal eine Radtour gemacht davor, sind aber irgendwie nach 3 Tagen auf dem Bauernhof für eine Woche hängen geblieben und hatten dann keine Zeit mehr weiterzufahren und mussten mit dem Zug zurück. Deswegen war unsere so Bikepacking-Erfahrung jetzt nicht super ausgeprägt und so. Wir sind am Anfang auch den Elbradweg von Berlin nach Hamburg gefahren, was ein super schöner Radweg ist. Und auch so für Bikepacking im Auto gestattet sind sie. Die erste Woche war wirklich ein,
im Abenteuer ankommen, im Bikepacking ankommen. Also du hast auch dein Ziel vor Augen, du wirst ans Meer fahren und dann wirst du surfen. Und ich fand den Hinweg, der war so ein Abenteuer in sich selbst, mit der größten Enttäuschung, dass wir an die Nordsee gekommen sind und das Wattenmeer war. Und eigentlich wussten wir das ja, aber irgendwie hatten wir trotzdem diesen, ah ja, da kann man ja auch manchmal surfen, so, und dann kommst du an und dann ist das schöne Meer, schwarze Schlacke. aber irgendwie war der Hinweg trotzdem so Teil des Abenteuers und wirklich so in diesen Fahrradtour ankommen, wo der Rückweg dann schon eine größere Herausforderung emotional war. Und als wir, also das war auch irgendwie, also wir haben das auch so krass erlebt, als wir dann die Grenze nach Dänemark überfahren hatten, sozusagen. Also hatten wir irgendwie, das war auf einmal so, okay, geil, das ist das, was wir eigentlich wollen. Und unser Motto war ja immer so ein bisschen Vanlife without a van. Ja. Also so ein bisschen, ist es möglich, quasi nachhaltig mit dem Fahrrad dieses Gefühl zu haben, alles dabei zu haben auf einem Fahrrad, mobil zu sein und flexibel zu sein. Und dieses Gefühl hatten wir dann tatsächlich auch erst so richtig an der dänischen Westküste dann, wo wir dann auch nicht mehr so viel Strecke zurücklegen mussten. Und die Dänen waren halt auch super freundlich, super gastfreundlich, haben uns aufgenommen. Wir haben in Dänemark keine Nacht auf einem offiziellen Campingplatz verbracht. Wir waren immer bei Privatleuten, in Sheltern, auf legalen Wildcampingplätzen. Die Infrastruktur ist da ja super gut. Ja. Und da hatten wir das Gefühl, wir kommen so im Land an, wir kommen so in der Kultur irgendwie an. Und das ist genau das, was wir wollten. Also die deutschen Campingplätze waren nie unser Ding, so von Anfang an nicht. Wir fanden es, es war immer eine Notlösung, weil wir halt E-Bikes haben und Strom brauchten. Und in Dänemark war das irgendwie so mehr das, was wir wollten. So. Okay, in Dänemark findet man das auch so an mehr Ecken, dass man einfach seine E-Bikes laden kann, öfter als in Deutschland, ja? Nee. Also in Deutschland hat eine E-Bike-Ladestruktur, die Dänemark nicht hat. Die ist in Deutschland auch nicht sonderlich ausgebaut. Und oft wird es dir als E-Bike-Ladestation angegeben, ist aber eigentlich für E-Autos. Okay. Und da sind die Stecker anders. Das heißt, manchmal haben wir welche angepeilt und wir konnten die Fahrräder trotzdem nicht laden. Also von der E-Bike-Ladestruktur hat Deutschland mehr zu bieten. Zumindest, also es hat ein paar Spots, die dann die Lösung aller Probleme sind, aber die sind ein bisschen schwieriger zu finden. Dänemark hat es zumindest nach Komoot, was die App ist, die wir zum Navigieren oder zum Routeplan benutzt haben, gar nicht. Aber die haben halt, in Deutschland gibt es ja, also weltweit gibt es ja auch Warm Showers, wo du bei Leuten unterkommen kannst, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Und das gibt es in Dänemark auch, aber die haben auch Brugmin Barkhave, wenn man es deutsch aussprechen möchte. Also sowas wie Camp in my Backyard. Genau, wo Leute ihren Garten zur Verfügung stellen, dass du da drin campen kannst. Und oft haben wir dann halt gefragt oder haben vorher schon angefragt, ob wir da auch unsere Bikes laden können. Oder, du bist halt an Surfspots. Leute finden es irgendwie crazy, dass du da mit einem Fahrrad hingeradelt bist. Und wenn du dann sagst, ja, aber ich muss mein E-Bike ein bisschen aufladen, kann ich vielleicht einen Akku anstecken, dann sind die meistens von der Idee so begeistert. Da sind wir auch diesen Novelty-Plus-Point, wenn man so ein, also bei Cafés, wo man keinen gemeinsamen Touchpoint hatte, war es immer ein bisschen schwierig. Aber in den, besonders in Surf-Destinationen, die Leute halt, ist cool, die sind auch zum Surfen da. Und die haben dann immer gesagt, ja komm, steck die Akkus an. Und dann sind wir eine Zeit lang auch wirklich nur mit bei Kaffees aufladen in Dänemark durchgekommen. Aber das ist so, ich habe das Gefühl, die Dänen sind da mega, also wenn du die um was fragst, dann gucken die auch wirklich, dass sie dir helfen können. Also das ist nicht so, was belästigst du mich jetzt nicht, ich habe keine Zeit für dich. Sondern es war so, ah, du brauchst was, lass mal gucken, ob ich was machen kann. Also so hat die Mentalität von den Dänen, denen wir begegnet sind, aufgefasst. Und es hat echt gut funktioniert. Ja, das ist ja auch wirklich, wirklich cool, wenn man
Ich meine, gut, ist ja auch ein exotisches Bild tatsächlich, wenn er mit Fahrrädern und dem Board an der Seite da durchradelt, da guckt wahrscheinlich jeder hin, auch wenn er nicht Surfer ist. Aber ja, ich denke, das öffnet einem auch einfach Türen, ne? Dass man einfach und es öffnet einem auch Touren, die Kultur zu erleben und mit den Leuten da wirklich auch in Kontakt zu kommen, ne? Und halt nicht nur der dumme Touri, sage ich mal, zu sein, der irgendwo mit den 100.000 anderen Deutschen dann abhängt, die da sind, sondern wirklich Einblick zu kriegen. Also wir waren auf jeden Fall immer der Hingucker. Wir wurden immer angesprochen, wir haben immer Blicke bekommen. Und klar, wie du sagst, das öffnet Türen natürlich auch. Also erstmal für ein Gespräch und dann finden Leute das einfach auch cool. So, und wollen dann unterstützen. Ja. Ja. Ja, sehr schön, ja. Die dänische Lebensweise kennengelernt. Wurdet da auch teils verpflegt von den Dänen mit? Oder gab es da auch so Angebote? Ach, kommt doch. Ja, also es ist nicht so oft vorgekommen, aber wir waren auch mal bei einer Familie zum Abendessen und haben uns da, wir haben uns richtig mit Leuten angefreundet auch. Dann. Also die haben wir dann auf dem Rückweg auch wieder besucht, wenn wir sie auf dem Hinweg kennengelernt haben. Oh ja, schön. Ja, und oft haben wir angeboten, dann quasi Street-Style-Camping-Kocher-Abendessen, wenn die Leute halt da waren und Zeit hatten. Manchmal haben die da nicht so die Kapazität oder hatten schon Abend gegessen. Aber wenn es zusammengepasst hat, haben wir es eben auch angeboten und dann haben wir quasi für unsere Gastgeber auf dem Camping-Kocher gekocht. sehr schön, ja. Ja, aber so Surfen war schon der Fokus in dem Ganzen. Wie ist denn euer Surf-Hintergrund so? Wann kam Surfen in euer Leben? Es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich war 2004, glaube ich, oder 2005. Das erste Mal, da war ich mit meiner Familie in Sri Lanka und waren da zufällig eben auch ein paar Surfspots. Und der Koch, von wo wir übernachtet haben, hat mich surfen genommen. Und dann dachte ich immer, dass ich nicht cool genug zum Surfen bin. Und habe es dann nicht weitergemacht. Und bis eine Freundin von mir irgendwann mal gefragt hat, ob wir einen Surfcamp Sommerurlaub machen wollen, als ich 18 war. Und dann war es so die ersten 5 Jahre immer so ein Urlaubssurfer. Man geht im Sommer halt mal 2-3 Wochen und habe dann mal geguckt, dass ich in irgendwelchen Surfcamps arbeite. Und ja, und so ist dann eigentlich auch unsere gemeinsame Surfgeschichte entstanden. Dann sind wir 2012, haben wir in Südfrankreich zusammen in einem Jugendsurfcamp gearbeitet und konnten dann eben auch surfen dort. Und das machen wir so alle 2 Jahre. Irgendwie hat sich der Rhythmus eingeprägt, dass wir alle 2 Jahre das machen. In allen anderen Sommer irgendwas anderes. Also jetzt auch schon noch arbeiten auch noch im Camp oder Urlaub jetzt nur noch? Also auch noch, also wir sind auch noch offen dazu arbeiten. Also du hast ja letztes Jahr Ich habe es letztes Jahr nochmal gemacht. Seit 2 Jahren waren wir das letzte Mal zusammen, ne? Ja, 2018. Und ja, also wir sind auch noch offen. Wir sind zwar 30, aber wir fühlen uns immer noch so jung, dass wir noch nicht zu uncool sind für die Kids. Da geht noch alles. Ich bin schon 40. Bald. Da geht noch alles. Kein Problem. Ja, genau. Wenn dann die coolen alten Leute ankommen und ihre Erfahrung erzählen. Damals, als wir mit dem Fahrrad nach Dänemark zum Surfen geradelt sind. Ja, und bei euch aber hat, das hört sich an, dass Surfen bei euch auch gleich von Anfang an sehr viel im Kopf ausgelöst hat und das Suchtgefühl da war. Also für mich ist Surfen halt einfach sich mit der Natur verbinden, mit den Elementen und einfach so ein krasses Freiheitsgefühl. Ich glaube, ja, das ist klar, es ist letztendlich einfach eine Wassersportart von vielen, aber das Meer hat einfach eine besondere Anziehungskraft und ich finde, das macht was mit einem und das ist einfach, ja, für mich ultimative Freiheit. Ja, sehe ich genauso. gibt's für euch sowas wie Surf Lifestyle? Ist das irgendwas, was ihr in euer Inlandleben, Landlocked-Leben mitgenommen habt, wo ihr sagt, da nehme ich was mit? Wir haben uns ja vorhin sogar ein bisschen drüber unterhalten, was ich ganz spannend fand. Also ich glaube, man nimmt
so vom Surf-Lifestyle oder so vom Surfen diese Mentalität auch mit in den Alltag. Also diese Freiheit, die man erlebt hat, die hat ja trotzdem auch einen Impact mit einem, wenn man quasi nicht mehr am Meer ist. Also da nimmt man schon auch was mit. Ob ich das jetzt so ein Surf-Lifestyle nennen würde, damit tue ich mir ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil, also auch für mich ist es so, ich mache das für mich. Ich muss da auch nicht sonderlich gut sein. Wenn ich die richtigen Wellen für mich habe, dann kann ich wirklich was mit denen anfangen. Wenn sie zu groß sind, wenn sie zu messy sind, dann bin ich schon so ein bisschen so, ja, ich plansche mal im Weißwasser und habe trotzdem meinen Spaß, weil ich einfach im Wasser bin, in der Natur bin, mich mit dieser Macht auseinandersetze oder dieser Naturgewalt. Und mich nervt eher oft dieses I'm such a surfer, Getue drumherum. Und ich kann auch sonst immer, also so, ich habe mir in meinem Stadtleben quasi auch, also Surfen ist auch nicht alles für mich. Es ist so ein, was, wo ich ganz viel Energie und Lebensfreude und Freiheit draus gewinne. Und es ist auch ein, also für mich wird es irgendwann mal ans Meer gehen, dass man nicht quasi in Urlaub zum Surfen fliegen muss, weil ich das einfach nachhaltig nicht vertreten kann. Aber diese Surfkultur und wir sind so Hipster und so cool und dann laufe ich in meinen Markenklamotten rum. Also es ist eher was, was ich schwierig finde, weil das so ein Bild auch wirft von wie man sein muss, um ein Surfer zu sein. Ja, und ja, eigentlich ist es für mich wirklich so, ich fand es immer ganz schön, wenn man weiterfahren muss, um surfen zu gehen, weil dann die Leute da sind, die wirklich Bock auf Surfen haben und nicht auf diese Hipster-Kultur drumherum. Und die Menschen finde ich eigentlich angenehmer. Deswegen tue ich mir mit dem Wort Surf-Lifestyle einfach ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein. Ja, also ich habe so auch so ein bisschen das Gefühl, also ich würde mich da auch Maya anschließen. Und ich finde es halt schade, wenn solche, also so die Surfkultur ist vielleicht auch so eine Bubble in sich, wie wahrscheinlich auch viele andere auch. Aber ich finde es immer schade, wenn so ein Sport so was Exklusives wird. Und wie Maya schon gesagt hat, wenn es so ein Bild gibt von so einem typischen Surfer und wenn du nicht so aussiehst, dann oder nicht so dich verhältst, dann gehörst du mir nicht dazu. Das finde ich auch immer schwierig. Ich finde, das sollte für alle sein. Surfen sollte für jeden sein und auch die Hemmschwelle sollte einfach klein sein, weil ich finde so, hey, solange du Spaß hast, dann ist doch cool. Dann ist einfach, ja, ich finde, das sollte für alle offen sein. Nee, die Hemmschwelle soll hoch sein, damit weniger im Wasser sind und ja, nicht mehr. Da kann man sich drüber streiten, glaube ich, ja. Nein, also ich meine, das ist mit einem Witzunterton gemeint. Ich glaube, das denkt jeder, der sich auch so wie ich jetzt irgendwie mit einem Online-Projekt mit Surfen auseinandersetzt, denkt nebenbei, aber eigentlich will ich überhaupt niemanden mehr davon begeistern, weil da kommt man noch mehr. Ja, nee, sonst bin ich da sehr ähnlich bei euch. Ich glaube, ich habe mal angefangen damals, auch mit 18 war mein erstes Surfcamp. Und da war dann schon danach sehr, dann habe ich mich die ganze Zeit lang sehr über Surfen definiert und auch hier so Klamotten und sowas getragen. Und ja, ich bin der Surfer hier. Damals gab es auch noch nicht so viele. Und ja, das hat sich dann auch mehr und mehr gelegt. Und ja, sehe ich genauso. Ne? Das sollte jeder genauso, dass er darunter sich vorstellt, sollte das für ihn sein. Was macht er denn im Inland, außer offenkundig Fahrradfahren, so zur Bekämpfung von Fernweh und Surfentzug? Also ich finde Surfentzug ein schwieriges Wort. Also es gibt schon, aber ich habe mir einfach auch, ich habe halt auch andere Interessen, die ich dann auslebe. Aber ich habe es auch mal probiert. Ich war auch mal Wakesurfen, ich war auch mal Wakeboarden. Da gibt es ja auch so andere Boote um Berlin rum, die irgendwelche Wellen machen. Ja, die man genau. Ich kann die, also ich gönne es mir manchmal, wenn es ganz krass ist, aber das kann ich halt irgendwie von der nachhaltigen Perspektive auch nicht so ganz vertreten. Also dass ich irgendwie sagen kann, ich mache das jetzt jede Woche dreimal. Für mich ist Surfen auch was, einfach um in die Natur zu kommen und rauszukommen. Aber so, ich radel viel, ich gehe trotzdem viel schwimmen. Berlin hat ja viele Seen drumherum. Ich nehme auch manchmal einfach mein Board mit und paddel raus, weil einfach auf dem Surfboard sitzen im Wasser ohne Wellen hat trotzdem so ein bisschen Urlaubsfeeling. Das kenne ich auch.
Ich wurde vor 3 Jahren auf ein Surfskate gestellt. Ah, okay. Und habe mich darin verliebt. Also ich glaube, ich habe mich noch nie so schnell in Board verliebt, wie als ich da draufgestellt worden bin. Aber das ist für mich auch so. Ich merke schon, dass es mein Körper-Board-Gefühl verbessert hat, aber ich mache es einfach, was mir Spaß macht. Da gibt es auch eine Subkultur in Berlin, wo du Leute dadurch triffst. Habe ein paar meiner besten Freunde dadurch kennengelernt hier. Und aber ob ich das jetzt so krass als Ausgleich zum Surfen mache oder einfach, weil es mir auch Spaß macht, ja, kann ich nicht so beantworten. Ja, ich schließe mich dir da an. Also, ja, ich glaube, also mit Wasser in Kontakt kommen ist wahrscheinlich so das Nächste, das, wie man da am nächsten noch so das Gefühl irgendwie erzeugen kann. Ja, in Berlin gibt es ja auch Paddelgruppen und alles Mögliche. Es gibt ja eine große Szene irgendwo, die sich mit sowas beschäftigen. Ne? Oder ja. In Köln auch. Du, Freddy, du kommst aus Köln, wenn ich das richtig verstanden habe. In Köln genau, vielleicht sogar noch mehr. Ja, genau. In Köln gibt es definitiv auch eine Surf-Szene, eine künstliche Welle und so, ja. Also ja. Da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten. Ja. Ja, ansonsten hört man ja bei euch raus, es steht auch viel dieser Nachhaltigkeitscharakter bei euch weit oben. Und so ist es bei mir auch. Ich habe ja auch schon in ein, zwei Folgen mal darüber geredet. Mit dem Fahrrad habe ich noch nicht geschafft. Finde ich auf jeden Fall die Steigerung und eine super Sache. Ich bin damals schon ab und zu mal mit Bus, Bahn und Anhalter mit einem großen 7-6er Malibu durch Frankreich getourt. Das war auch schon ziemlich, auch schon mittelmäßig, wow. Mittelmäßig irre, das irgendwie zu bewerkstelligen. Ja. Wie ist es denn mit dem Fahrrad? Was gibt es Wichtiges zu beachten? Also was für Fahrräder, was für Ausrüstung muss man denn unbedingt dabei haben? Also grundsätzlich gilt natürlich so wenig wie möglich, so leicht wie möglich beim Bikepacken. Dadurch, dass wir jetzt Cargo-Bikes hatten, die an sich schon so ein krasses Eigengewicht mitbringen. Also Meyers Fahrrad wiegt in sich selbst schon 55 Kilo. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da muss man sich dann auch überlegen, wo spart man letztendlich? Weil wenn du 55 Kilo eh schon hast, dann musst du nicht noch deine Zahnbürste halbieren, um noch was zu reißen. Genau, aber da ist kurz das Fahrrad, das wir bekommen haben, ist ein Industriefahrrad, das für große Lasten gemacht worden ist. Also okay. Es ist eigentlich dafür designt, dass du mega viel Gewicht auf kurze Distanzen fährst. Und das ist zum Beispiel was aber auch wieder einen Vorteil hatte. Ich hatte ja die beiden Boards an der Seite von dem Fahrrad und das sind ja eigentlich krasse Windfänger. Ja. Weil mein Fahrrad so ein starkes Eigengewicht hatte, das aber super gut tief ausgelegt ist, war ich von Wind viel weniger, also von Windböen viel weniger beeinflusst als Freddy mit ihrem Fahrrad, das kürzer, aber höher steht. Mache ich nur zu dem 55 Kilo Eigengewicht kurz einwerfen, dass das Fahrrad eigentlich für was anderes konzipiert worden ist. Dass es auch Cargo-Bikes gibt, die leichter sind, ein leichteres Eigengewicht haben. Aber ja, im Grunde genommen ist immer so ein Spiel mit, was brauche ich wirklich und wo kann ich Gewicht sparen? Weil selbst bei haben wir einen krassen Unterschied gemerkt zwischen den Leerrädern und beladenen Rädern. Und es ist halt, umso länger das Board, umso schwieriger ist es dann wieder, das auch durch den Verkehr zu navigieren. Es war mit den 6-4ern, die wir haben, klein, dick, war halt, man hat noch genug Volumen, um auch mit kleineren Wellen was anfangen zu können. Man ist jetzt aber auch nicht ewig lang. Also da hat man einfach auch ein bisschen Limits. Man kann sich auch andere Lösungen finden, wie wir es gemacht haben. Das ist jetzt nicht die ultimative Art und Weise, wie man Surfboards an Fahrrädern festmacht, aber da hat man dann doch ein bisschen ein Limit auch, was man an Länge von einem Board mitnehmen kann. Man hat nicht die Flexibilität von einem Van, wo du sagst, ich kann 2 oder 3 Boards mitnehmen, sondern musst so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau nehmen, die so das Zwischending von allem ist. Aber es geht, also so. Es geht, also wir haben uns im Vorfeld echt einige Gedanken gemacht, so was brauchen wir. Manche Gadgets haben wir gar nicht so oft benutzt, wie zum Beispiel ein Wasserfilter, unsere Stirnlampen. Aber das weiß man vorher ja auch nicht so genau. Man muss ja immer so ein bisschen pokern. Letztendlich glaube ich, wir haben ganz gut gepackt.
und uns equipped. Ich glaube, da haben wir das meiste von Zelt bis Isomatten, Unterlegeplatten, Wasser, Kanister und Isolationsbox für Essen. Und wir hatten auch so einen ganz coolen Safe oder einen Tresor auf Mayas Fahrrad. Da konnten wir quasi, war so eine Box, die mit einem Zahlencode. Und als wir surfen waren, konnten wir quasi unsere ganzen Wertsachen in diesen Tresor, ich nenne ihn jetzt mal Tresor. Und der ist am Fahrrad festgeschraubt. Also der ist am Fahrrad festgeschraubt und dann mit Zahlenschloss zu. Also das war echt noch ein ganz cooles Gadget, um uns einfach sicher zu fühlen. Klar, wenn man klauen will, kriegt man es immer irgendwie hin, aber einfach so, um eine Hemmschwelle zu haben, so. Von dem Tresor, das habe ich, glaube ich, gelesen. Das ist sogar ein extra Berliner Startup, die dieses Surf-Lock herstellen. Ist das das? Oder? Nee, das ist ein bisschen was anderes. Also der Tresor ist einfach so ein, glaube ich, kommt aus der Fotosehne oder so. Haben wir rausgesucht, okay. Hat das erfüllt. Der Surf-Lock ist, der kommt aus München. Also war ein ganz nicer Dude, weil der war mit dem Auto unterwegs. Also der hatte erst einen Van und dann ein Auto. Und hat dort drin geschlafen, konnte dann aber die Boards nicht mehr festschließen, nicht mehr ins Auto reinmachen und musste die dann immer unter das Auto legen und hat sich da so unwohl gefühlt. Und er hat sich dann damit auseinandergesetzt, wie kann man denn ein Fahrradschloss für Surfboards kreieren. Und ist jetzt, glaube ich, erst seit 1,5 Monaten damit auf dem Markt. Ganz frisch. Okay, Surfing-Log. Und da kann man quasi seine Surfboards festschließen. Was wir jetzt, wenn wir irgendwo in der Pampa schlafen, nicht unbedingt gemacht haben, aber wenn man dann mal in der Stadt das Fahrrad irgendwo abschließt, echt gut war. Und in manchen Übernachtungen haben wir es echt auch genutzt und hat auch so ein bisschen Peace of Mind, wenn man schlafen geht. Man schläft dann einfach besser, wenn man weiß, es gibt zumindest nochmal extra Hürden. Man kann ja im Endeffekt alles klauen, wenn man es wirklich will, aber man kreiert einfach extra Hürden. Um das vorzubeugen. Also echt cool, funktioniert echt gut. Guckt es euch gerne mal an. Ja, verlinke ich gerne mal mit auch, ja. Bestimmt auch ein extra cooles Bild, wenn man so im Stadtverkehr durchgeht und dann stehen da zwei Fahrräder mit Surfboard gefixt. Ich denke mal, da wird dann auch jeder sagen, das kann ich nicht klauen, das ist einfach zu cool, das muss ich denen lassen. Und der Swag ist zu groß. Kann ich nicht unterbrechen. Genau, ja. Stichwort Fahrradwege. Kommt man von Berlin gut nach Klittmöller, ohne dass man zu viel Hauptstraßen und sonst irgendwelche blöden Strecken fahren muss? Ja, wenn man Zeit mitbringt. Und selbst in unseren 6 Wochen mussten wir auch mal, ich sag mal, Scheißwege fahren, also auch mit Autos auf einer Straße fahren. Das war nicht immer ideal, aber wir hatten, dadurch, dass wir eben einen festen Zeitraum hatten, den wir einhalten mussten, mussten wir auch mal in einen sauren Apfel beißen und auch mal Wege fahren, die einfach direkter sind und weniger schön. Aber grundsätzlich sehr viele schöne Wege. Also der Elbradweg ist wunderschön, die ganze Küste in Dänemark ist super ausgebaut. Meistens gibt auch so ein paar Schotterpisten und Sandwege, die wir auch schon alle durch haben. Die deutsche Nordseeküste ist wunderschön. Mit einem normalen Fahrrad kann man mit Cargo Bike und extra dicken Surfboard Attachment nicht empfehlen, weil das sind einfach ganz viele Schafswiesen, was ja nice ist, weil man fährt durch, also die Schafe stehen direkt neben dir, wenn sie nicht wegrennen und du fährst da durch. Die haben aber ganz viele Törchen, durch die man einfach nicht gut durchkommt mit extra. Also mein Fahrrad ist halt wirklich fett. Und da waren manche Radwege dann schon zu tight und die Türchen gingen einfach nicht. Es ist an sich ein super schöner Radweg, wenn man mit einem normalen Fahrrad unterwegs ist, aber da war jetzt unsere Ausstattung nicht ganz so passend. Ja. Aber doch, eigentlich hatten wir echt viele schöne Radtouren. Nur zwischendurch haben wir einfach versucht, Kilometer zu decken und da sind dann halt Bundesstraßen direkter. Und das war dann einfach, wir haben doch ein bisschen mehr Zeit an der Küste verbracht und mussten dann halt demnach eben am Ende ein bisschen ziehen. Wie viel Flickzeug habt ihr verbraucht? Gar nichts. Gar nichts, ja, das ist ja mal. Wir haben, unsere Fahrräder sind so krass. die sind so next level, dass die wirklich alles mitgemacht haben.
Wir haben die auch nicht geschont. Von Sandschutz am Strand bis Schotterweg, bis Wurzelweg, bis durch Matsch und Regen. Wir haben sie durch alles durchgejagt. Sie fahren immer noch, sie quietschen mittlerweile ein bisschen und sehen sich nach Liebe. aber das sind echt, ich sage mal, wir sind die Porsches von Fahrrädern gefahren. Ja. Und wir hatten aber auch, es gibt jetzt so Latexmilch, die du in den Schlauch reinmachen kannst, dass wenn du kleine Punctures hast, die drüber trocknet und du okay, das dann quasi nicht fixen musst. Das war unsere Ausstattung, weil die Fahrräder eben auch so Hightech sind. Das Vorderrad hätten wir noch flicken können, das Hinterrad ist dann mit dem Einbauen wieder super schwierig, weswegen wir uns dann eben für die Latexmilch entschieden hatten, weil die funktioniert bei großen, also wenn du wirklich eine Riesenscherbe reinbekommst, nicht mehr, aber bei kleinen Löchern funktioniert die ganz gut. Andererseits kannst du dann den Schlauch auch nicht flicken, wenn er ein großes Loch hat, dann brauchst du nur einen Schlauch nach ungefähr einem Jahr, glaube ich, oder anderthalb oder sowas, musst du dann wirklich einen neuen Schlauch, also man kann die dann nicht mehr flicken. Aber für die Tour war das jetzt das Beste für uns. Deswegen, wir hatten echt keine Probleme mit dem Fahrrad eigentlich. Einmal ist ein Bordcomputer ausgefallen. Der mochte die salzige Luft nicht am Meer und dann ist die Verbindung quasi abgebrochen. Aber das konnte man mit ein bisschen Spucke gut in 5 Minuten wieder. Wussten wir nicht, aber war dann mit einmal polieren und abschlecken wieder gefixt, dann können wir weiterfahren. Ja, wenn das so geht, wunderbar, ja. Ja, okay, cool. Ich sag mal, wir wollen gar nicht zu viel Produkte erwähnen, schlage ich vor. Ich würde euch, wenn es euch recht ist, verlinke ich euch mit eurem Profil in meinen Shownotes. Und dann können sich Leute, die irgendwas sowas entsprechend nachmachen wollen, ich würde auch gerne, wenn ich Zeit hätte, muss ich sagen, muss ich mal drüber nachdenken, ob ich das hinkriege mal irgendwann, dass sie sich auch an euch wenden können und vielleicht nachfragen können, was ihr für Empfehlungen habt. Gerne. Ja, sehr gern. Jederzeit. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission von dem Trip, ist, Leute zu motivieren. Muss jetzt nicht so ein Trip sein wie unsere, aber so eine Idee zu haben und dann zu sagen, ich guck mal, wie ich sie umsetzen kann. Ja, weil so viele Leute haben nicht dran geglaubt, dass es möglich ist. Und denen schicken wir jetzt Bilder von der Reise. Ja. Manche Personen haben es wirklich spezifisch durchgeschickt. Wir sind jetzt unterwegs. genau, nee, also deswegen war auch unter anderem die Entscheidung, das auch öffentlich zu machen und auch eben Instagram aktiv zu bespielen, ist einfach, um Leuten zu zeigen, so, ich habe eine Idee, ich will das umsetzen und es geht auch. Also wir saßen jetzt ein Jahr, vor einem Jahr haben wir uns beschlossen, dass wir das machen wollen und dann geguckt, wie kriegen wir das hin, sonst weil wir jetzt auch nicht die krassen Finanzen zur Verfügung hatten, wie kriegen wir denn Leute hin, dass die uns Sachen stellen in der Zeit, also die Fahrräder sind nur gestellt, die geben wir zurück, aber was können wir im Gegenzug bieten, damit wir interessant werden, dass die uns Fahrräder geben, aber wir denen auch was liefern, was für die interessant ist. Und man findet, ich glaube, wenn man offen dafür ist, findet man für alles irgendwie Lösungen und deswegen so ein bisschen, hab eine Idee und dann guck, wie es möglich ist und das wollen wir eigentlich Leute motivieren, ihre Träume zu leben. Ja, super, super, genau, ja. Zeigt, was alles möglich ist, ja. Sehr schön. Ja, dann, ich habe in der letzten Folge mal angefangen, eine kleine Kurzfragerubrik einzuführen. Das war letzte Woche noch so ein bisschen chaotisch irgendwo. Jetzt hab ich etwas kontrollierter, organisierter. Ich nenne diese Kurzfragerubrik als Synonym Short oder Longboard. Und das sind 10 Fragen, die ihr relativ knapp beantworten könnt. Die erste Frage ist schon direkt wie der Titel. Lieber kleinere Wellen mit Longboard, Malibu, oder große Performance-Wellen mit Shortboard? Longboard. Ja, schließe ich mich an. Die entspannte Variante, ja. Sehr schön. Ja. Kurze Anreise und Kaltwasserwellen im europäischen Norden oder doch lieber mal die perfekte Welle in Indo? Bei mir ist es der kalte Norden und mal ein Ausflug nach Indo. Ja, schließe ich mich auch an. Darf man heutzutage überhaupt noch einmal im Jahr eine Surf-Fernreise mit dem Flugzeug unternehmen?
Boah, schwierige Frage. Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen mit sich selber ausmachen. Es ist die Frage, wie ist denn sonst so die Ökobilanz von den Leuten? Muss man vielleicht auch mal ein bisschen Prioritäten setzen und sein und generell mal den Lifestyle überdenken. Ja, ich habe schon, also ich persönlich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich fliege. Und für mich ist auch so, fliege ich dann für 2 Wochen Kurzurlaub oder sage ich, okay, ich nehme mir halt jetzt 6 Wochen, 2 Monate und dann mache ich da auch wirklich was draus und fliege jetzt nicht nur so für meine Bespaßung, sondern um das dann wirklich auszunutzen. Also das für mich, so wenn ich dann irgendwo 6 Wochen bin, 2 Monate bin, auch was mache, kann ich fliegen schon auch noch. Aber so jetzt für 2 Wochen mal kurz nach Indo fliegen, kann ich für mich selbst nicht rechtfertigen. Lieber die beste Welle im vollen Line-Up abgreifen oder eher einen kleinen Neben-Neben-Peak, wo vielleicht eine etwas schwächere Welle läuft? Also bei mir ist definitiv, also ich finde es immer geiler, wenn ich alleine bin. Aber das ist in Natur immer so. Also ich finde es nice, wenn ich Natur alleine erleben kann. Also möglichst ungefiltert. Und deswegen finde ich es nice, wenn ich schön für mich bin und das für mich genießen kann. Ich glaube, ich bin auch eher der Nebenpeak, aber es kommt aufs Line-Up drauf an. Also da ist ja Klittmüller das perfekte Beispiel, wo ich es auch in einem vollen Line-Up richtig genossen habe. Aber eher Nebenpeak, wenn es zu voll ist. Stichwort Surfen lernen bzw. Surfen verbessern. Eher ein Surfkurs oder auf eigene Faust lernen? Ich bin richtig froh, dass ich zuerst einen Kurs gemacht habe und auch die Theorie gelernt habe und gelernt habe, das Wasser zu lesen. Deswegen, macht immer Sinn. Also ich hätte es am Anfang nicht gedacht, aber ich glaube, ich bin jemand, der ein Surfkursverfechter ist, weil ich einfach viele Leute sehe im Wasser, die keine Ahnung haben, wie der Strand eigentlich funktioniert und dann einen Scheiß produzieren. Ja, ich glaube, ein Surfkurs ist ein Shortcut, so einfach auch schneller Erfolge zu sehen und besser zu verstehen, was man eigentlich macht. Stehende Wellen oder Wavepools in eurer Nähe surfen, ja oder nein? Wenig. Ja. Wo stehende Welle, wenn sie jetzt im Fluss ist, habe ich mehr Böcke drauf. Als jetzt, Eisbach zum Beispiel. Ja, das ist jetzt nicht in der Nähe, aber ja, also da hätte ich schon Bock drauf. Aber jetzt so diese Wellenwerke, wo die ganzen Fake Waves sind, die machen schon Spaß. Das ist für Ökobilanz meines Erachtens halt nicht so vertretbar. Ja. Wie bewertet ihr den Surf-Hype, also Mode, jetzt Surfen bei Olympia und damit natürlich auch volle Line-Ups irgendwo? Wie bewertet ihr das? Positiv oder eher sehr besorgt? Ich glaube, ich habe da nicht so die krasse Meinung zu. Es passiert halt. Ja, also zum Beispiel, ich finde Klittmüller ist ein ganz gutes Beispiel. Klittmüller war, bevor es den Surf-Hype dort gab, ein kleines, unbedeutendes Fischerdörfchen. Ja. Und die haben krass profitiert dort. Also natürlich, es gibt auch viele, viele Locals, die das kritisch sehen. Aber nicht, also es gibt sicherlich beide Seiten immer, aber Klittmüller ist jetzt halt einfach ein Name. Die Leute kommen dahin, es boomt, viele Leute profitieren, haben Cafés, haben Shops. Selbst der Kaffee. Es gibt guten Kaffee. es kann bestimmt sicherlich beides sein. Also es ist, glaube ich, schwierig da irgendwie, ja. Habt ihr da mit Leuten drüber gequatscht während eurer Tour, wie die das sehen? Habt ihr da... So ein bisschen, ja, in einem Café haben wir uns drüber unterhalten. Genau. Und auch zum Beispiel ein Surflehrer in Tyboron meinte halt, dass er Klittmüller, dass er da gar nicht hingeht und dass er meinte, das ist eine Tourist-Trap und die Leute werden verarscht und in den Surfklassen sind viel zu viele Leute, also es sind halt so 30 Leute in der Surfklasse und also ist bestimmt auch sicherlich was dran. Aber es gibt natürlich auch immer Leute, also Locals, die da profitieren. Ja, schwierig. Es ist, glaube ich, so und so zu bewerten. Ja. Also ich habe da keine eindeutige Meinung. Ich könnte viel drüber diskutieren, aber habe da jetzt keine... Schwierig, das so runterzubrechen, glaube ich. Was macht für euch einen guten Surfer aus? Wenn man Spaß hat.
und nicht vollkommen bescheuert ist und allen anderen im Weg rumsitzt und keine Ahnung hat, was er macht. Und gerne nachhaltigen Approach. Also gucken so, woraus ist mein Wetsuit? Was benutze ich für Sonnencreme? Was benutze ich für Wax auf dem Board? Wax und so, ja. Ja, ja. Ja, dann noch die letzte Frage. Ich glaube, die hattet ihr auch schon weitestgehend einmal beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Gibt es noch etwas, was ihr uns auf den Weg in die neue Woche mitgeben wollt? Stay adventurous! Leb deine Träume, sie sind möglich. Ja, genau, das dachte ich. Genau, das ist so ein bisschen allow yourself to dream and then live it. Das ist, glaube ich, das die Aussage. Ja. Sehr schön, ja. Dann noch jetzt zum Abschluss noch die stets schwierigste Frage meines Podcasts, nämlich die Auswahl für meine Spotify-Playlists. Ich hatte euch schon vorgewarnt, yeah. ihr dürft beide je einen Song auswählen. Also von meiner Seite wäre es zu den Beachfire-Chillout-Vibes definitiv von Tash Sultana Under the Pines heißt das, glaube ich. Aha. Das habe ich jetzt ganz oft gehört und das bringt mich immer richtig runter. Genau, für mich ist, glaube ich, Choose Ahoy, haben wir viel gehört. Salt and Sun heißt das Lied, glaube ich, ist bei mir runter und rauf und rüber und immer gelaufen. Ist aber so ein Mix aus, macht mir gute Laune und pusht mich, aber es ist auch relativ entspannt. Und zum Pushen, also ich meine, ich brauche jetzt wenig Motivation, um surfen zu gehen, die schon da. Na gut, ja, kann ich nachvollziehen. Das war immer so, wenn Freddy dann noch ein Foto machen wollte, ich so, nee, also jetzt bin ich wirklich so, da wird es bei mir richtig hippelig und es brennt so. Und ich so, es geht jetzt gar nichts, da muss ich direkt ins Wasser. Aber ich habe mir mal eine Morgens-Playlist gemacht mit ganz vielen bescheuerten Tracks drauf von The Music Sounds Better With You über Kung Fu Fighting. die höre ich immer ganz gerne, wenn ich Motivation brauche. Da muss ich noch einen Song für dich raussuchen. Ja. Ja. Kannst du auch gerne noch im Nachgang schicken. Dann nehme ich ihn auch mit auf. Ja. Ich glaube, das war's. Ja. Also Jules Ahoy und Tash Sultana zum Chillen. Gut, Energiesong auch noch oder im Nachgang? Der kommt im Nachgang. Okay, genau. Machen wir so. Ja, cool. Dann würde ich sagen, ich danke euch vielmals für das coole Gespräch und für die Inspiration, die ihr uns hier liefert. Finde ich echt eine mega Aktion. Also kann man nur empfehlen, das nachzumachen, denke ich. Wenn da die nächste Tour startet, meldet euch bei mir, dann machen wir vielleicht einen Reload hier zum Gespräch. Gerne. Ja. Freddy, du fährst jetzt noch zurück nach Köln, wieder mit dem Fahrrad oder nimmst du den Genau, ich setze mich direkt wieder. Nee, ich nehme jetzt mal zur Abwechslung die Bahn und bin darüber auch ganz, ich glaube, mein Hintern freut sich über eine kleine Pause. Ja, dann wünsche ich gute Rückfahrt und ja, ein gutes Ankommen zu Hause wieder nach 6 Wochen. Danke dir. Dankeschön. Alles klar, dann macht's gut. Danke, du auch und danke fürs Gespräch. Jo, tschüss. Ciao, ciao. Ja, fett Respekt fällt mir dazu als erstes ein, glaube ich. Echt eine stramme Leistung auf jeden Fall, die ganze Nummer. Und ja, sicherlich ein Mordspaß, diese Abenteuertour zu erleben. Ah, ja, da wünschte ich mir auch manchmal einfach eine ganze Menge Zeit, um sowas mal wieder durchziehen zu können. Aber gut, kann man ja mal dran arbeiten. Vom Abenteuercharakter her erinnert es mich tatsächlich so ein bisschen an meine Hitchhiking-Tour durch Frankreich mit 7-6er Alibu. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr ähnliche Dinge schon mal durchgezogen oder habt ihr Planungen in solche Richtung? Würde mich sehr freuen, was von euch zu lesen.
vielleicht auf meinem Instagram-Kanal Inlandsurfer oder auf meiner Webseite Inlandsurfer oder auch gerne in der Facebook-Gruppe Inlandsurfer. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere ein Vorhaben, eine Idee und sucht Leute, die auch Lust hätten, daran teilzunehmen. Die Gruppe Inlandsurfer habe ich ursprünglich eigentlich mal zu diesem Zweck gegründet, um da Personen zusammenzubringen, die neben dem Hobby Surfen einfach andere Sachen auch teilen möchten. Und ja, eine solche Tour wäre ja eigentlich eine super Option für diese Gruppe. Von daher feel free to join and post. Sonst hatten wir ja schon kurz angesprochen, die beiden waren gesponsert von verschiedenen Firmen, die den Material bereitgestellt haben. Ich werde die jetzt hier nicht alle eins auflisten, um jetzt nicht unbedingt hier den werblich zu werden. Ich werde aber den Instagram-Kanal von Maya und Freddy natürlich verlinken, die Meerfrauen. Und ihr könnt euch gerne an die beiden wenden, wenn ihr Tipps braucht. Die haben sicherlich eine ganze Menge Tipps zu geben, was man an nützlichem Material und welche Ausführung dabei haben kann für so eine Tour. Ich werde die beiden auf jeden Fall im Auge behalten und hoffe dann, wenn ich den Instagram-Kanal weiter verfolge, auch die nächste Tour mitzubekommen und vielleicht sehe ich die beiden dann ja wieder. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann abonniert doch am besten meinen Podcast-Kanal in einer Podcast-App eurer Wahl und ihr verpasst keine Episode. In diesem Sinne hoffe ich, ihr hört mich nächsten Montag wieder. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche und fröhliches Planen für die nächste Abenteuertour in Richtung Line-Up oder woanders hin. Am besten planen tut es sich natürlich in der richtigen Atmosphäre. Für diese haben wir auch diese Woche ja wieder die passenden Songs bekommen für unsere Spotify-Playlists. Und zwar hat die Freddy den Song Beyond the Pine von Tesh Sultana in die Chill-Out-Liste gewotet. Und das Lied Cake by the Ocean von DNCE in die Energieliste. Und Maya hat in die Chillout-Liste Salt and Sun von Jules Ahoy reingewählt. Und Sunday Best von den Surfaces in die Energieliste. Viel Spaß damit. Tschö. Ja, wie stelle ich das am besten an? Wartet mal. Ja, hallo Leute, habt ihr nicht Lust, mich auf eine geile Tour Richtung Südfrankreich zu begleiten? Ich möchte mit dem Fahrrad und meinen Surfbrettern ins Line-Up fahren. Ich suche eine sportlich durchtrainierte Person, die mein Shortboard, meinen Fisch und mein Malibu transportiert, weil ich wahrscheinlich mit meinem Longboard voll ausgelastet bin. Und ich kann einfach kein Brett zu Hause lassen. Keine Sorge, ein Brett von dir bekommen wir auch noch mit. Ist irgendjemand so blöd, darauf einzusteigen? Naja, vielleicht mache ich auch mal ein paar Abstriche und stelle eine vernünftige Anfrage. Ich hätte nämlich echt Bock auf sowas. Na, da kommt erst mal die nächste Stelle. Macht's gut, Leute.